So Leute, willkommen zurück bei Wolfpart LP und dem Martin Buu mit Zero. Guten Tag. Und wir sind immer noch dabei, Sachen zu tun, die wir tun müssen. Um zu tun, was getan werden muss. Im letzten Part habt ihr gehört, wie Zero meint, es ist nicht der Pizzabote und es war doch der Pizzabote. Ja, das ist jetzt aber auch schon ein paar Stunden her. Ja, das ist wahr. Da war es noch hell. Ja, es ist nicht mehr hell draußen. Ich glaube, das ist dunkel. Sensor-Essenz gibt's. Das ist aber teuer. Das ist sehr teuer, was erholt uns von einem K.O. Was gibt's für Klamottenladen? Klamottenladen! Da gab's ja nur diese Stammesuniform, die wolltest du doch nicht, denke ich. Ich wollte mal gucken, was sonst noch so gibt. Oh, jetzt, ach ja, jetzt können wir auch andere Sachen anziehen. Das gefällt mir nicht. Warum? Nur weil es die Skills wieder runter macht? Ja. Also du machst ja ganz viel hoch. Naja, Pi und ja, Grundschaden und Schlag Superschaden. Schlag brauchen wir eigentlich nicht. Okay. Das hatten wir. Trainingstempel können wir nicht anziehen. Warum nicht? Auch nicht für uns. Ne. Ja gut, dann ist noch nichts so Tolles für uns dabei. Den Stammsdinger können wir doch anziehen, oder? Ne, den fallen mir nicht mit denen. Aber auch die Schuhe davon tragen. Ja. Wegladen, nicht laden, achso, das ist wieder genau gespiegelt wie auf der anderen Seite. Auf zu den PQs. PQ-Formel. Genau, wie ging die nochmal? Ich bin gerade überlegen, ich bin immer am überlegen, ob am Anfang ein Minus kommt. Ich hab keine Ahnung, war das nicht irgendwie Minus Plus? Also nein, Minus 4 halbe. Mal. Ja. Wurzel aus 2. Nee. Minus p halbe mal. Nee, plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat. Mhm. Minus q oder plus q, bin ich mir gar nicht sicher. Das ist ein Haufen Schrott, da sind wir uns sicher. Nein, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Braucht man da nicht. Ja, man braucht es nicht unbedingt. Man kann es auch mit quadratischer Ergänzung machen, aber. Das ist halt schneller. Im alltäglichen Leben braucht man das recht nicht. Doch, wenn du Mathelehrer bist. Oder Physiker. Da kannst du auch noch nachschlagen. Sogar ein ausgestopftes Tier wie du kann kämpfen, oder? Wir gehen zum Spielen auf einem Planeten namens Erde. Und wir schnappen uns einen Schatz namens Dragon Balls. Hey, 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 hey. Aber die Leute auf dem Planeten haben vor, sich zu wehren. Ich freue mich schon, diese lästigen kleinen Blödmänner zu begrüßen. Möchtest du mitkommen? Je mehr, desto besser. Loch, jetzt helfe den Gatzkopf. Schwierigkeit 2. Boah, es sind auch einige Feinde dabei, aber ich denke mal, das sollte jetzt nicht das Problem werden. Och, das wird schon irgendwie hinhauen. Muss. Erdinvasion. Sieg ist von Goku. Na dann, hau rein. Alright. Playtime is over. I'll show you what I'm really made of. Ja, ich hab einen Schuh mit. Ne, ich wollte eigentlich noch einen Item-Check gucken. Come at me! Der Schuh ist ja keine Gefahr. Lusche. Was hast du gegen Jan für? Das war. Was war eigentlich diese Urlaubsauflösung? Was? Diese Urlaubsauflösung, was wir neu bekommen haben. Warum? Ultimativ, also muss ich L2 und R2 gleichzeitig. Ja, ich muss mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass ich mag das. Was ist das denn? Das kann man auch als Schwerkampf benutzen, der wirft ja so einen Ball entgegen. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Den kurz auf sehen. Und das war der Armcrash. Hanna, jetzt schmecken wir uns hoffentlich auf Treffer. Hoffen wir's. Okay. Oh. Gleich hin, dann ist es noch 5 Stück. Aber hier ein bisschen Energie nachladen. Oh, neuer Feind. Jo, Tenjin hat. Der ist nochmal eine Ausnahme für dich. No matter who they are, I'll take them all on. Very well then. We'll finish this playtime. Hat er eine weitere Reichweite? Nee, ne? Nee, er sprintet zwar ein Stück voran, aber ich glaube wirklich weiter ist nicht. Ja. So, dann hole ich mir das 1000 Meter erstmal nach vorne laufen, oder? Was, Maja? Ah, Nappa kommt dazu. Sehr schön. Who is it going to be? Obwohl er nicht unbedingt deine Hilfe bräuchte.
Wo kannst du da rein? Ja. Ich hab das Gefühl, die Reichweite ist... Ich glaube, dass die Reichweite war okay, aber ich glaube, sie hat ausgerüstet. Hast du denn immer so rumschreien muss? Warum denn? Er will halt seine Freude zum Ausdruck bringen. Das muss aber nicht sein. Ja, wir müssen nicht immer so wegfliegen. Komm hier, Krillin. It's not like I'll give up yet. Ich möchte nicht, dass du nachher zu dir stehst. Oh, das ist voll. Das hätte ich mal gestorben. Ja, hat er halt Zeit gemacht. Naja, ja, aber ich bin nicht. Nachher ist halt doof. Da kommt gleich direkt eine neue Verstärkung. Der Glatzkopf. Der Glatzkopf ist gerade hier. Der Glatzkopf ist stimmt, ja. Nur wir haben so ein paar Ebenen auf dem Kopf. Ja, und Yamcha am Anfang. Yamcha. Haustier ist der Helm, oder? Er ist kein Haustier, er ist cool. Stimmt, er ist schlimmer als ein Haustier. Ein Haustier kann kämpfen. Der ist cool. Nein. Er ist schwarz und cool. Nein. Er ist der Opfer des Kämpfer. Nein. Er ist das Opfer. Ich darf kein Opfer. Nein, er ist cool. Er kann nicht. So. Nein. Stimm mir meine Bände zu. Nein. Tut ihn nicht. What's that? Wir werden auch mal sagen, Yamcha ist schlecht und doof und... Nein, das ist nicht gut. Ohne Glatze sehr lächerlich aus. Was? Ohne Glatze? Nicht Glatze. Hat kein Glatze. Ja, nicht Glatze sehr lächerlich aus. Nein. Der ist ja auch mit Glatze cool aus. Ja. Sieht dann nicht mal cool aus. Das ist Nappa ja sogar besser. Aber Nappa hat eine Glatze. Ja, deswegen ja. Nein. So. So ist mein Platz. Ist Platz. Ganz gezeigt. Oh, da steht Vegeta rum. Mann, nee, ist kaputt. Warum schreit er mich so an? Ich bin Vegeta. Weiß ich nicht, ich flieg mal dahin. Beziehungsweise... Verstecke. Wer eine Attacke angreifen? Dann soll ich wohl kommen. Ich wollte gerade sagen, soll es wohl nicht sein, aber ich habe mir doch. Vegeta. Oh. Nicht Vegeta, doch. Vegeta. Du lass mich ja nach. Der guckt nur noch zu. Nicht vergessen, dass deine Zeit begrenzt ist. Oh, ich weiß. So strong. But I won't lose. Vegeta, what does the scouter say about his power level? Was? Ich weiß nicht mehr, wie genau der englische Satz geht. Dann wurde der Nachbar meinte halt, wie hoch ist sein Power Level. So, machen wir den kleinen. Nachbar hat ja schon fast allein gemacht. Ja, siehst du, den habe ich mal schön ein bisschen nebenbei gesammelt. Sehr schön, jetzt kommt Goku. Müsste eigentlich. Mr. Piccolo! Sorry! Piccolo ist schon tot. Boah, darf ich nicht das Portal benutzen? Nein. Erst musst du das dafür. Das ist gonna be fun! I'll avenge everyone! You really think that's a great one? Mach ich. So you're finally here! Das hat ihn irgendwie gestreift. Mein Kopf ist geblockt. Ja, egal. Darf ich nicht. Goku ist mir zu schnell. Goku ist, Sonderfall. Ja, alles relativ einfach. Ja, vor allem mit Nappa. Als er mal einen Stock wollte, wenn ich da reinkommen würde. Würde man. Aber Nappa macht das. Ja, warum? Schade. Dann eine gute Arbeit halt. Ich hab mal wieder cool. Oh oh. Oh, jetzt hier kommen wir auf. Hey, Junge. Nicht zur rechten Mikado, ja. Oder mit Kopf.
Und der Mikroskop ist in die Arme. Da haben wir gleich. Der Gator steht immer noch so blöd rum. Der kann sich lappern und hier stehen. Warum schlägt sich Nappa mit mir? Nein, also wir haben die als Teamkamera. Also, ich weiß nicht, was man. Finisher. Ich hab ihn mit dem Armcrash umgehauen. Ausrüstung erhalten. Das haben wir bekommen. That's it. Good. Keep concentrating on your training. Ausgezeichnet. Levelaufstieg. Yay. Und Son Goku. Muten Roshigi. Meister Kaio. Yamcha. Oh nein. Und wer fängt an? Oh, super, mit Kaioken. Wir können Kaioken machen. Yay. Machen wir Kaioken. Natürlich. Das muss rein. Aha. Oh, ich hoffe, ich war wohl bei der Begrüßung so höflich. Wir sind fertig mit dem Abschirm. Jetzt zur Suche nach den Dragon Balls. Sie ist lästig. Ich lasse lieber die Pflanzenmänner danach suchen. Wenn wir alles finden, bekommst du deinen Anteil. Und jetzt wird gespielt. Yay. Passen. Was ist so? Guck nach den Schirmen. Komm mal bitte hier. Und? Das lassen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay, warte, Füße. Denk mal, das da dann. Ja, das sieht, glaube ich, besser aus. Halbwegs. Hat er nicht sonst noch irgendwo was? Ja, müssten wir. Das da? Ja, würde ich sagen. Das sieht auch irgendwie cool aus. Sieht irgendwie merkwürdig aus, finde ich. Naja, lustig. Fähigkeiten, genau. Was machen wir raus? Energieladung, was ist Energieladung? Achso, nee, das ist Energie aufladen. Ja. Das sollten wir lieber drin lassen. Also ich werfe den entweder den Armcrash oder die böse Sprengung. Oder der super Rücksprung. Ja, das raus? Ist ja eine Ultimative. Also was? Der Armcrash oder? Die böse Sprengung? Ja. Das ist stärker. Ich glaube, böse Sprengung ist stärker, ne? Ja. Machen wir den Armcrash weg. Brauchen wir ja nicht unbedingt. Ne, dafür kann ich oben rein. Oder Attribute. Und was sagst du dann? Ich würde sagen, die TP mal wieder ein bisschen. Also, okay. Alles da drauf? Nee, wir kommen, eins haben wir noch auf die Grundangriffe, nachdem wir die jetzt gesenkt haben. Okay. Sehr schön. Auf geht's. Wusch, wusch. Auf und hinfort. Oh, hier ist Trainer. Wusch. Immer schön joggen. Kupa, kupa. So. Gibt keine neuen. Sicher? Ja. Ganz unten auch nicht? Alle sind doch alle oh, da. Okay. Dann auf zu Trunks. Auf zu Trunks. Dragon Ball haben wir auch keine neuen. Ja, wir haben bisher nur den 7 Sterne. Dragon Ball. 7 Sterne, yay! Und joggen, und joggen, und springen, und springen, und hüpfen. Ich will ein Kiesprint. Ich will auch ein Kind. Ich hab kein Kind. Das hab ich halt gesagt. Ich sag ein Kiesprint. Was Trunks? So Trunks, komm, gib Gummi. Hallo. Hey, oh, willkommen zurück. Wie geht's dir? Möchtest du Patrouille fortsetzen? Ja, passt gut auf dich auf. Werde ich. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Prinzenstolz, Limitkampf. Siege Vegeta. Siege Vegeta und du verlierst, wenn alle deine TP aufgebraucht sind. Das ist ein 1 gegen 1. Kannst du dich zählen, oder? Mit 5 Freunden. Ja, nee, weil der nicht aufgezählt hat, dachte ich, der wäre alleine. You bastards! You're absolutely fucking to die today, aren't you? Yes! Ja, aber leider nicht. Ist der jetzt in Kaioken? Ja, glaube ich nicht. Oh, klar. Aber ich möchte ja nicht, dass man die Tatsache unterwegs ist. Der Goku macht das ohne dich. Das
Ja, mit unserem nächsten Level sollten wir unsere Ausdauer mal erhöhen. Ja, ich glaube auch, wenn die drei Jochen länger hält. Und dann halt irgendwann noch die Superboss. Hat Goku dich gerade beim Kamehameha abgeschossen? Eventuell. Der mag dich wohl nicht. Versteh ich. Warum? Bin blau. Von schlau zur Arbeit. Warum? Von Schlüpfen abgehauen, weil du so fett bist. Und dann wieder weitermachen. Ja, und doch haben sie dich auch nicht genommen, jetzt muss ich hier arbeiten. Ja, wir machen das schon nicht. Naja, das ist die letzte Notlösung. Schöne Teamarbeit, schöne Teamarbeit. Wenn wir mal sich auf mich konzentrieren würde und nicht auf Goku. Da hat er sich auf dich konzentriert. Nein. Wenn er sich auf dich konzentriert, geht alles weh. Na gut, dann soll er sich halt wieder auf den Goku konzentrieren. Aber ich muss ja auch mal ein paar Schläge landen. Sehe ich. So, komm, auf, auf. Perfekt. Und du hast nur seine Galaxie-Kämpfe drauf. Komm, der schafft Goku aber auch nicht. Nein, ich muss den letzten Schlag landen. Das ist ein Prinzip. Na gut.